erzählen. Wir haben nämlich neuen Lehrer, einen neuen Englischlehrer, der ist super toll. Oh Mama, ich will jetzt aber die Pommes essen. Ich habe keine Lust zu warten, bis es abkühlt. Also, darf Mama, ich mich jetzt essen? Der neue Lehrer, der heißt Mr. Handsome. Julia, jetzt oh, komm bitte. Da runter. Lass die Finger von dem Pommes. Mama, der ist jetzt ganz neu bei uns an der Schule. Viel zu heiß sind die noch. Oh Mama, hör mir doch mal zu. Ich will Pommes. Julia. Ich will Pommes. Hanna, tut mir leid. Ich habe nur zwei Ohren und beide gehören irgendwie Julia. Und ich will Ketchup auf Pommes. Julian, und ich will Ketchup auf Pommes. Toll, hört Pommes, mir niemand zu. Pommes, danke, Pommes, Julian. Pommes. Julian. Und ich will Burger, ich will Burger, Julia, ich will Burger, ich will Burger. Psst. Burger und Pommes, Burger und Pommes, Burger und Pommes. Oh Mann, mir reicht's. Burger und Pommes, Burger und Pommes, Burger und Pommes. Hanna, das ist mein Rucksack. Warum hast du dir den schon wieder gekrallt? Och, war ja klar, war ja klar. Ich will Burger, Pommes und mein Rucksack wieder. Psst. Papa, ich muss dir was erzählen. Julian und Mama, hör mir nicht zu. Wir haben einen ganz tollen neuen Lehrer. Oh. Ach, hallo, Hanna. Ja, hi. Ja, das habe ich gehört. Hi, Mr. Handsome. Was will der denn bei uns? Oh Mann, habe ich irgendwas gemacht? Will er sich bei Mama und Papa über mich beschweren? Ach ja, Hanna, von eurem neuen Lehrer habe ich gehört. Ja, ja, das ist der Harry. Ne? Also, ja, Mr. Handsome für euch. Und das ist ein Freund aus alten Zeiten. Und der ist jetzt neu nach Playmobil City gezogen und hat natürlich den neuen Job an eurer Schule. Oh, hello, Hanna. Ich meine, hallo, Hanna. Vielleicht jetzt mal auf Deutsch. Hi, Mr. Handsome. Let's speak English. I like English. Oh mein Gott, ich muss das sofort Pia erzählen. Pia? Pia, rate mal, wer hier ist. Also du wirst es nicht glauben. Mr. Handsome ist hier bei uns. Bei uns unten auf dem Sofa. Ja, nee, wirklich. Ganz, wirklich echt. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Und Pia hat mir das gar nicht geglaubt. Die kommt sofort vorbei, um sich selbst zu überzeugen. Hanna, wenn du mich jetzt veräppelt hast, ne? Wo ist denn der Lehrer jetzt? Los, sag schon. Der ist hier nebenan. Komm mal mit, ich zeig ihn dir. Das ist ein Freund von meinem Papa. Das wusste ich überhaupt nicht. Ah, ich fresse einen Besen. Da ist er ja wirklich. Hello, Mr. Handsome. You know me? I'm Pia from your class. Ja, natürlich, Pia. Ah, ihr seid also sehr, sehr gute Freunde. Verstehe. Ja, hallo, ihr beiden. Mensch, du bist aber beliebt bei euch an der Schule. Dass jetzt Pia sogar vorbeikommt direkt nach der Schule, das gab's lange nicht mehr. Oh mein Gott, ist das aufregend. Es ist wirklich. Was sollen wir machen, jetzt? Pia? Oh, Englisch-Hausaufgaben? Wollen wir die Englisch-Hausaufgaben ja, rausholen? Ja, dann machen wir einen guten Eindruck. Genau. Pia, Hanna, was soll das denn? Macht ihr da Hausaufgaben etwa? Hier im Wohnzimmer? Das geht aber nicht. Wir machen Englisch-Hausaufgaben, also die Mr. Handsome uns aufgegeben hat. Die sind ganz toll und die wollen wir direkt machen, direkt nach der Schule, weil die sind total spannend. Ja, und die machen total viel Spaß und der Boden hier ist wirklich bequem. Genau, hier ist ein richtig guter Ort, um die Hausaufgaben zu machen. Hey, ihr beiden, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Also, hier ist es laut, das solltet ihr vielleicht oben in eurem, in Hannas Zimmer machen. Also, das ist nicht so toll. Oh nein, jetzt haben wir einen schlechten Eindruck gemacht. Pia, Abzug! Okay. Oh Mann, das war echt eine blöde Idee, oder Pia? Jetzt mag er uns vielleicht nicht mehr. Aber wir sagen einfach, Mr. Handsome, das war einfach nur ein Scherz. Wir machen natürlich keine Hausaufgaben hier auf dem Boden, sondern am Schreibtisch, so wie es sich gehört. Mensch, Harry, du bist aber richtig beliebt bei euch an der Schule, dass sie jetzt hier sogar tatsächlich Hausaufgaben machen. Oh Mann, was hast du nur mit den Kindern gemacht? Oh, er ist so toll. Oh, ich finde ihn auch richtig klasse. Vielleicht können wir herausfinden, wo er wohnt und ihm einen Brief schreiben. Aber anonym, damit er nicht weiß, wer von wem der ist. Gute Idee, Pia. Oh, wenn ich älter wäre, ich würde ihn auf der Stelle heiraten. So toll ist der. Hanna, aber du hast doch Dave als Freund. Dann brauchst du nicht noch einen Freund. Und außerdem sind wir viel zu jung. Ach, Pia, zu jung? Du weißt schon, was ich meine. Der ist einfach toll. Einfach ein Märchenprinz. Ja, ich geb dir schon, Hanna. Ist okay. Ja, ist okay, habe ich gesagt. Hanna, hier ist Dave. Oh nein, hoffentlich hat er das nicht gehört. Warum ruft er ausgerechnet jetzt an? Hier, los, ich habe keine Lust mehr mit Dave zu telefonieren. Oh, das hat er, glaube ich, gehört. Hier, nimm schon. Oh, hi Dave, hier ist Hanna. Was ist denn? Ach, Dave, du wolltest fragen, wie es mir geht, weil ich heute so komisch drauf war? Und du hast dir Sorgen um mich gemacht? Oh, das ist aber lieb von dir. Jetzt fühle ich mich irgendwie total schlecht, weil Dave ist doch eigentlich der Beste und ich habe so für Mr. Handsome geschwärmt. Ach, na gut, Hanna, wenn du hier mit Dave beschäftigt bist, gehe ich wieder runter zu Mr. Handsome. Mr. Handsome, ich kann schon neue Vokabeln. Die kennen sie noch gar nicht. Nein, Dave, mach dir keine Sorgen. Bei mir ist alles okay. Morgen bin ich wieder ganz normal. Und du brauchst mir nicht extra ein Eis kaufen. Danke, Dave, du bist der Beste. Oh, Dave ist echt so toll. Also, der ist echt der immer an mich denkt.
Und ich bin auch wirklich nur in Dave verliebt. Das war Quatsch mit Mr. Handsome. Ich will nur Dave heiraten. So, das Essen ist fertig. Leute, wir können essen. Hannah, Emma, Julian, Claudia, es ist fertig. Hä, wo bleiben die denn und warum meldet sich keiner? Hey, Leute, Essen ist fertig. Hat keiner Hunger? Hey, ihr beiden, habt ihr das nicht mitbekommen? Es gibt Essen. Los, aufstehen. Ach, Martin. Also, mir ist gerade überhaupt nicht nach Essen. Tut mir leid, Martin, wie? Aber ich habe keinen Hunger. Papa, ich möchte auch nichts essen. Ich möchte einfach nur unter der Decke bleiben und mit Mama kuscheln. Okay, alles klar. Das ist ja irgendwie komisch. Dabei, die haben doch heute noch gar nichts gegessen. Ich sag mal Hannah Bescheid. Hey, Hannah, kommst du dann zum Essen? Hannah? Wo ist denn Hannah jetzt? Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Vielleicht, wo ist denn Julian? Julian? Oh mein Mann! Oh Mann, das ist so traurig, das Lied. Julian, Junge, ist alles in Ordnung bei dir? Oh mein Mann! Papa, lass mich einfach in Ruhe. Ich höre mir gerade ein paar Lieder an, die sind ganz, ganz traurig. Und dabei muss ich an Mia denken. Und, oh Mann, ich bin ganz alleine. Papa, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte jetzt weiterhören. By myself. Oh Mann, Mann. Also dem scheint es ja echt nicht gut zu gehen. Was ist nun los mit denen heute? Emma? Claudia? Die sind ja tatsächlich am Schlafen. Jetzt mitten am Tag? Und ist das da hinten etwa Hannah? Mit dem alten Schlafsack von Julian? Hannah, was wird das? Ach, nichts, Papa. Lass mich einfach in Ruhe. Fühlst du dich etwa nicht gut? Ach, Papa, ich hab dich schon gehört. Ich will nichts essen. Ich hab mich hier extra versteckt. Lass mich in Ruhe. Aber warte mal. Davon habe ich doch letztens noch auf der Arbeit gehört. Das war doch bei dem Stefan auch, oder? Dann muss ich sofort googeln. Julian, ich brauch mal dein Tablet. Oh, Papa, nein, ich höre gerade was. Kriegst es gleich wieder, Julian. Oh, danke, Papa, danke. Ich war gerade so drin in diesem Lied. Ja, danke schön. Genau, das kann doch nicht sein. Also, das muss auf jeden Fall das sein, woran ich gerade denke. So, ich tippe mal die Symptome ein. Oh nein. Das ist wirklich die Herbstkrankheit. Oh nein. Ich muss sofort einen Notarzt rufen, weil zum Arzt ins Krankenhaus schaffen wir es definitiv nicht. Ja, hallo? Ja, hier ist Familie Vogel. Martin Vogel. Ja, genau. Ja, sie kennen uns bereits. Ich brauche sofort einen Notarzt. Sofort. Wir können nicht ins Krankenhaus kommen. Es ist zu spät. Die Herbstkrankheit ist da. Ich hoffe nur, der Notarzt ist schnell hier. Oh Gott, bevor es zu spät ist. Hanna, halte durch, es wird alles gut, versprochen, Papa. Mein Schatz. Oh, sei doch bitte nicht so laut, Papa. Oh, Mann. Emma, Claudia, aufstehen, nicht schlafen, das dürft ihr nicht. Oh, Papa, du hast mich voll erschreckt. Was ist denn los? Julian, oh, du bist wach, Gott sei Dank. Und wo ist mein Tablet? Oh, war ja klar. Gut, dann singe ich jetzt eben alleine. Oh, Julian, hör bitte auf. Okay. Oh Gott sei Dank, Sie sind Tag, da. Guten Tag, Herr Vogel. Wir haben es nicht ganz verstanden. Notfall. Wir sind direkt gekommen. Was ist denn hier? Was ist passiert? Oh, die Frage sollte eher lauten, was ist hier nicht passiert? Es ist das komplette Chaos. Also ich habe mega Angst. Es ist einfach unfassbar. Was ist denn passiert? Wo sind denn die Patienten? Wer ist denn verletzt? Nein, es ist niemand verletzt. Schauen Sie sich mal Hannah jetzt hier zum Beispiel an. Die möchte einfach, Papa, den ganzen Tag nicht aus dem Schlaf sein. Und dann noch meine Frau und mein Kleinstes. Die wollen einfach hier nicht aufstehen. Oh, Papa, schrei doch nicht so rum. Warum bist du so laut? Sehen Sie, meine Frau, die ist die ganze Zeit am Schlafen. Das passt einfach nicht. Und dann noch mein Sohn Julian, der singt die ganze Zeit so ein komisches Lied. All by myself. Und ich habe all diese Symptome gegoogelt. Und das ist die Herbstkrankheit. Sie müssen uns helfen. Ach, Herr Vogel, Sie sind schon der Fünfte diese Woche. Es gibt keine Herbstkrankheit. Aber ich hab's doch gegoogelt. Also die Symptome habe ich gegoogelt und ein Arbeitskollege hatte davon auch letztens erzählt. Also, das, wie? Das ist doch ganz normal. Das ist keine Krankheit. Im Herbst, da hat man einfach keine Lust mehr nach draußen zu gehen. Und schauen Sie doch mal, das Wetter. Da kann man sich doch mal verkriechen und ein bisschen gemütlich einkuscheln. Jetzt wo Sie es sagen, stimmt. Irgendwie regnet es die ganze Zeit und jetzt werde ich auf einmal auch... Ich möchte auch irgendwie unter eine Decke. Du Schätzchen, könnte ich vielleicht auch unter die Decke? Also ich fühle mich gerade auch irgendwie nicht so toll. Ja, okay, Papa, aber nicht so laut sein, okay? Okay, und ich möchte irgendwie einen Tee trinken und mich beruhigen und vielleicht auch eine traurige Sendung schauen. Oh Mann, immer diese Leute, die alles googeln müssen. Das ist doch Quatsch, die Herbstkrankheit gibt es nicht. Aber mein Hunger ist echt, mein Magen knurrt. Und hier gibt es jede Menge zu essen, was anscheinend keiner essen möchte. Gut. Oh, das Telefon klingelt. Wer mag das wohl sein? Hallo, Claudia Vogel hier? Die Polizei? Worum geht es denn?
Hä? Habe ich richtig gehört? Die Polizei? Warum ruft denn die Polizei bei uns an? Und dann noch um diese Uhrzeit? Da passt doch irgendwas nicht. Nein, da muss ich Sie leider enttäuschen. Mein Mann Martin Vogel ist leider nicht zu Hause. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Gibt's ein Problem? Hey, Emma, Hanna, mach mal den Fernseher leiser. Ich muss euch was erzählen. Kommt mal mit. Was ist denn, Julian? Ja, was ist los? Mama telefoniert gerade mit der Polizei. Und so wie ich mitbekommen habe, geht's um Papa. Und ich glaube, die suchen Papa. Ich glaube, Papa hat irgendwas gemacht. Ja. Was denn? Okay, dann werde ich meinem Mann auf jeden Fall sagen, wenn er wieder da ist, dass er sich bei Ihnen melden soll. Richtig? Gut. Äußerst komisch. Was möchte die Polizei denn von Martin? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Was ist denn los? Hey Mama, du, mit wem hast du denn da telefoniert? War da die Polizei dran, Mama? Ja, wird Papa gesucht? Ja, da war wirklich die Polizei dran. Die wollten mit Papa sprechen, aber wie gesagt, Papa ist nicht da und könnte wohl noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung, was die von ihm möchten. Mama, du kannst es ruhig zugeben. Papa hat bestimmt Süßigkeiten im Supermarkt geklaut, ne? In letzter Zeit haben wir sowieso voll wenig zu Hause und Papa wollte bestimmt welche essen und deswegen wird er jetzt gesucht. Ich glaub das nicht, Julian. Sowas würde Papa niemals machen. Vielleicht hat Papa ja eine Bank ausgeraubt. Hanna, das hat Papa doch nicht gemacht. Wirklich? Bestimmt. Du hast eine blühende Fantasie. Papa hat eine Bank überfallen? Oh Mann, hier muss irgendwo Geld versteckt sein. Los, wir müssen das finden. Warum sollte sonst die Polizei anrufen? Hey, wartet auf Kinder, mich. Kinder, das ist doch nicht euer Ernst. Hier ist kein Geld nach versteckt. Nach oben, los. Bringt bitte nichts durcheinander. Habt ihr gehört? Wo würdet ihr denn das Geld verstecken, wenn ihr eine Bank ausgeraubt hättet? Und dann weg! Frage. Im Schrank! Ich weiß gar weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich schau mal hier im Schrank nach. Ich sehe nichts. Nee. Sind das wohl Geldpakete oder ein ganzer Koffer voll? Also den Schrank habe ich komplett durchsucht. Da ist nichts auffällig. Ich guck mal unterm Bett nach. Ich bin die Einzige, die da drunter passt. Oh Mann, ist das hier staubig. Hier sind ja riesige Wollmäuse. Hier ist auf jeden Fall kein Geld versteckt. Wo würde ich das denn verstecken? In der Toilette? Oh, nee, dann wird das hier dreckig und so. Mein Papa ist noch auf Kurs. Nee, aber vielleicht hier in der Pflanze. Ja, bestimmt, natürlich, hier in der Erde. Oh, wo ist denn das Geld? Ich sehe kein Geld. Och, Mann, da hätte ich mein Taschengeld erhöhen können und mir vielleicht ein neues Skateboard kaufen können. Och, Mann, ich finde nichts. Oh, die Kinder haben mich irgendwie angesteckt. Hat Martin vielleicht wirklich eine Straftat begangen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wenn ja, was ist es wohl gewesen? Ach, das ist doch vollkommener Quatsch. Martin würde sowas niemals machen. Vielleicht, oh ja, natürlich, das würde ich auch machen. Vielleicht hat das Papa hier in der Wand versteckt. Da wird doch keiner auf die Idee kommen. Ich klopfe mal gegen die Wand und vielleicht, oder hier so ein Geheimversteck irgendwie, ein Fach. Nö. Also wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich das hier im Prinzessinnenschloss verstecken. Oder bei Papas stinkenden Socken im Wäschekorb. Habe ich das richtig gehört? Ist da unten die Tür aufgegangen? Ist Papa wohl wieder da? Hey, Leute, Kinder, Claudia, ich bin wieder zu Hause. Martin, da bist du ja endlich. Was ist los? Ich hab dich echt schon erwartet. Was ist denn, Claudia? Ist irgendwas passiert? Geht's den Kindern gut? Hat Julian wieder irgendwas angestellt? Nein, mit den Kindern ist alles in Ordnung. Aber Martin, gibt's irgendwas, was du mir sagen willst? Die Polizei sucht nach dir. Gibt's da irgendwas? Sei ehrlich. Wie, die Polizei sucht nach mir? Ja. Nein, ich hab nichts gemacht. Also, keine Ahnung, ich hab nichts gemacht, wirklich, wirklich nicht, ich schwör's. Aber vielleicht rufe ich mal bei der Polizei an. Ja, du vielleicht solltest dich auf jeden Fall melden. Ja, gut, okay. Ja, hallo? Ja, Martin Vogel hier. Sie haben angerufen? Okay. Das muss doch irgendwo hier sein. Wo Julian, Emma! Hier drunter? Kommt mir nach unten, Papa ist wieder da. Was? Oh Mann. Psst, wir lauschen. Das Papa telefoniert. Das Papa ein Verbrecher ist, das hätte ich niemals gedacht. Oh Mann, vielleicht müssen wir bald. Vielleicht wohnen wir bald woanders. Wow, vielleicht das im Gefängnis. Cool. Ja, aber um was geht's denn jetzt genau? Wie? Sie können das nicht. Sie wollen persönlich vorbeischauen? Okay, jetzt mache ich mir Sorgen. Claudia, also die haben mir jetzt nichts genaueres erzählt, aber die Polizei will wohl vorbeischauen. Also, keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen. Hab ich wohl Nein, das kann gar nicht sein. Ich hab nichts gemacht. Oh Mann, ich sehe schon. Hast du das mitbekommen? Hanna, du hast recht. Ich glaube, wir müssen ins Gefängnis. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Oh, da gibt's bestimmt keine Burger und keine Pommes. Und oh Mann. Oh, da hat's geklingelt. Wow, die Polizei ist aber ziemlich schnell. Oh Mann, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Nabend, Herr Vogel, Frau Guten Vogel. Guten Abend, Herr Vogel, Frau Vogel. Wir hätten da was. Würden Sie uns vielleicht kurz mit vor die Tür? Genau, Sie müssten einmal mitkommen, Herr Vogel. Wir haben da was für Sie. Das klingt aber ernst.
Oh, Papa mit. Jetzt wird er verhaftet. Und jetzt muss ich mich ja um alles kümmern hier im Haus. So, ich bekomme das größte Zimmer. Und wir haben uns von Papa gar nicht verabschiedet. Und jetzt kommt er bestimmt ins Gefängnis. Nein, bitte nicht. Mann, oh Mann. Sie hatten doch vor einiger Zeit gemeldet, dass Ihr Porsche geklaut wurde. Ja, genau. Das habe ich ja schon fast vergessen. Drehen Sie sich mal um. Schauen Sie mal. Ist es der? Ja, das Kennzeichen, das passt. Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Der Porsche ist wieder da und kein einziger Kratzer. Ja, dann haben wir 20 Kilometer von Playmobil City entfernt wiedergefunden. Okay. Völlig unversehrt. Klasse. Hanna, ich habe eine super tolle Idee. Wir könnten ja mit allen Puppen zusammen und du und ich könnten ja einen Kaffeekranz veranstalten mit Kuchen und so. Ja, gute Idee mit Kakao und Kuchen. Ja. Also, ihr seid meine Gäste. Also du darfst kommen, du Teddy auch und du Giraffe auch. Du siehst geschwächt aus. Emma, aber wenn so viele Leute kommen, dann brauchen wir noch einen größeren Tisch. Ja, stimmt. Dann lass uns doch aus deinem Zimmer den Tisch holen. Für uns alle. Ich trage doch hier diese Blume. Moment. Geh mal aus dem Weg. Ja. Ich schieb den Tisch rüber. Aber stopp. Hier in meinem Zimmer ist gar nicht genug Platz mit den ganzen... mit dem Prinzessinnenschloss und so. Das geht nicht. Ach, weißt du was? Julian hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir den Tisch hier aufbauen, in seinem Zimmer. Ach, und guck mal, Julian hat doch noch diesen halbrunden Tisch. Den können wir vielleicht noch da dran stellen. Dann haben wir noch eine größere Kuchentafel. Okay, los geht's. Komm, Hanna, hilf mir. Oh ja, das ist schön. Das passt gut. Super. Aber eins fehlt jetzt noch. Ja, wir brauchen noch Kuchen und so. Ich glaube, der Teddy hat ganz besonders viel Hunger. Ich glaube, vielleicht haben wir ja gar keinen Kuchen. Wir müssen mal schauen unten. Also ich will auf jeden Fall eine riesengroße Tasse Kakao trinken. Also wir sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Dann komm mit, pack an, wir müssen die Sachen von unten holen. So, 2 Tassen haben wir schon mal. Wir können das ja alles hier in den Korb packen, damit wir das gut hochtragen können. Na ihr zwei, was habt ihr denn vor? Wir machen eine große Kaffeetafel mit den Puppen und mit dem Teddy. Ja, und dafür brauchen wir Trinken und auch Kuchen. Also was zu trinken haben wir schon, aber wir haben noch keinen Kuchen. Also Kuchen haben wir leider nicht mehr so viel da. Ich habe hier noch diesen Cupcake, den könnt ihr euch sonst auch teilen. Nehmen? Ja, gerne. Ja, danke. Aber seid vorsichtig, wenn ihr die Sachen hochtragt. Habt ihr gehört? Ja, klar. Emma, packst du an der Seite an und ich hier? Ja, mach ich. Hey, was macht ihr da? Habt ihr da Kuchen? Ich will auch Kuchen essen. Ich will auch. Julia, du bist aber nicht eingeladen. Ja, wir haben keinen Platz mehr für dich. Ach Mann, seid mal nicht so. Ihr habt doch bestimmt noch Platz für mich. Nein, das geht nicht. Als ob ihr so viel Kuchen essen wollt. Ach Mann. Das ist gar nicht so viel. Das ist nur ein Cupcake. Aber wartet mal. Was wird das hier? Ist das hier so eine Party in meinem Zimmer mit meinem Tisch und meinem Stuhl? Nee. Das könnt ihr direkt mal vergessen. Keine Chance. Ach, Julian, mach mal Platz da. Oh, jetzt bin ich über dich gestolpert, Julian. Du solltest doch weggehen. Ich stand doch hier nur ganz normal. Oh, na gut, dann darfst du halt mitspielen. Dann kriegst du auch ein Stückchen ab. Ist aber alles heile? Ja, aber das war doch nicht meine Schuld. Ich kann doch nichts dafür. Ihr habt das Ding getragen, nicht ich. Und außerdem wart ihr in meinem Zimmer. Und ich hab doch nichts gemacht. Ich wollte einfach nur Kuchen. Oh, guck mal, da vorne, die Tasse ist zerbrochen. Oh, ganz viele Scherben. Das ist aber nicht so schlimm. Die müssen wir jetzt aufsammeln, weil das ist auch gefährlich mit Scherben. Ich pack schon mal alles hier wieder zurück in die Kiste. Hier ist auch noch alles heile. Zum Glück auch der Cupcake. Wir haben ja nur einen. Komm, wir sammeln das hier auf. Was ist? Ich hab nichts gemacht. Was ist los? Mein Fuß, aua! Oh, nein, ich glaube, ich bin in irgendwas reingetreten. Oh, das ist ja brutal. Oh. Ich sag Mama Bescheid, warte. Das tut weh. Oh, was ist denn da oben schon wieder los? Spielen die das oder ist das jetzt ernst? Oh Mann, Julian, alles nur, weil du nicht aus dem Weg gegangen bist. Ja, was krieg ich denn dann jetzt dafür? Dann wäre das nicht kaputt gegangen und dann wäre ich da auch nicht reingetreten. Ja, aber das ist doch jetzt nicht meine Schuld. Willst du mich jetzt dafür verantwortlich machen oder was? Also ich bin nicht an allem schuld. An viel, aber nicht an allem. Was ist hier denn passiert? Oh, das tut mir weh. Aber ich war das nicht. Wirklich nicht. Oh Mann, Julian. Wieso blutest du? Was ist denn passiert, Hanna? Ist dir was runtergefallen und du bist in eine Scherbe getreten oder so? Ich glaub schon. Aua, das tut total weh, Mama. Da unten drunter, unterm Fuß, mitten drunter, das tut richtig doll weh. Ach, lass mal sehen, Hanna. Zeig mal her. Blutet das? Oh ja, das blutet, Hanna. Aber ich kann leider nicht genau sehen, wie groß dieser Schnitt ist. Ich glaub, riesengroß. Julian, kommst du mit mir mit nach unten? Am besten holst du den Handfeger und das Kehrblech und ich hol Verbandszeug für Hanna. Ja, okay, aber Mama, ich habe keine Ahnung, wo das Kehrblech ist. Wo finde ich das denn? In der Garage? Nein. In eurem Schlafzimmer? Julian, das im Badezimmer? In der Küche, okay.
So, Hannah, ich habe jetzt erstmal einen Verband drum gemacht. Das tut immer noch richtig doll weh, Mama. Wir sollten besser noch zum Arzt gehen. Gehen? Ich glaube, ich kann nicht gehen, Mama. Ich kann gar nicht auftreten. Hannah, ich trage dich. Tut so weh. Kein Problem. Wo soll das Ding denn sein? In der Küche hier habe ich es noch nie gesehen. Hier sehe ich nur Süßigkeiten. Oh, noch ein Cupcake. Könnte ich gar nicht... Nein, daran darf ich jetzt nicht denken. Oh Mann, wo ist das Ding denn? Wo bleibt Julian denn nur? Hätte Mama mal mir gesagt, wo, dass ich Mama, das gar nicht wo ist das? Ich finde das Ding nicht. Oh, ich weiß, wo es ist. Oh, muss man hier alles selber machen? Mensch, Julian, du wohnst doch hier. Ich hab's schon. Ich hab's gefunden. So, ich werde jetzt mit Hannah zum Arzt fahren. Oh, das tut nämlich so weh. Und Julian, sei bitte vorsichtig mit den Scherben. Okay, nichts anfassen. Ja. Einfach nur zusammenfegen. Ich komme gleich wieder. Emma, das war wieder sowas von klar, dass ich wieder hier Ärger bekomme und das sauber machen muss. Weißt du was? Ich mach das ganz kurz sauber und dann bist du dran. Ja, stell dich nicht so an, Mensch. Hallo, Oma. Wieso antwortest du denn nicht? Du hast doch gesagt, ich soll nach dem Piep reden. Jetzt rede ich die ganze Zeit und es kommt nichts zurück. Emma, das Essen ist fertig. Du kannst schon mal an den Tisch. Emma, was machst du da? Warum ich telefoniere. Mit wem denn? Mit Oma telefoniere ich, aber die... Kennst du denn die klingt Nummer? Klingt überhaupt nicht wie Oma. Irgendwie was mit... Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Aber okay. Jetzt rede ich hier und ich glaub, keine Antwort. Ich glaube, das ist der Anrufbeantworter. Naja, kannst du dann auflegen und dich an den Tisch setzen? So, wo sind denn Mama und Julian? Julian, kommst du dann runter? Julian, hörst du mich etwa nicht? Julian, hey, ich rede mit dir, junger Mann. Oh, Papa, ich kann gerade nicht. Guck mir gerade so ein Let's Play an. Nee, geht nicht. Ich kann nicht runterkommen. Julian, du hast 5 Minuten Zeit. Dann kommst du runter. Wo ist denn Hannah? 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 Die ist ja nicht da. Die ist noch gar nicht nach Hause gekommen. Gott, und sie hat nicht Bescheid gegeben. Claudia, wo bist du? Wo ist Hannah? Hannah hat sich nicht gemeldet. Wir müssen direkt die Polizei verständigen. Claudia, hast du mich etwa nicht gehört? Hannah ist nicht da. Was machst du da mit der Wurst außerdem? Wo ist das Telefon? Wieso regst du Emma, gib mir das Telefon. Ich brauche das Telefon. Martin, entspann dich. Wie soll ich mich denn entspannen? Hannah ist nicht da und sie hat mir nicht Bescheid gegeben. Oder dir etwa? Ich rufe jetzt sofort die Polizei an. Emma, gibst du mir jetzt bitte das Telefon? Nein, du kannst die Telefon nicht. Ich rede gerade Emma, mit her damit jetzt. Das ist kein Spaß. Sie hat gerade gesagt, die Aufnahme dauert zu lang und wird gelöscht. Emma, deine Schwester ist nicht da. Wir müssen die Polizei anrufen. Die müssen Hannah finden. Das kann doch nicht sein. Guck mal, wie spät es schon ist. Ich kann ja Oma fragen, ob sie da anruft bei der Polizei. Emma, hör jetzt auf mit dem Quatsch. Martin, jetzt reg dich ab. Es ist überhaupt nichts passiert. Ja, aber Hannah ist nicht da. Claudia, wie kannst du nur so Hannah ruhig bleiben? Hannah ist nicht da, aber Hannah ist bei Dave. Und da ist sie heute zu Abendbrot. Also. Ach so. Na dann, können wir ja essen. Ach, kein Grund zur Unruhe hier. Ja, du weißt, wie ich manchmal mit leerem Magen drauf bin. Naja gut, dann alle an den Tisch. Emma, jetzt kommst du aber auch, bitte. Emma, hast du gehört? Los, es gibt Abendessen. Komm. Okay, also Oma, du musst kurz warten. Ich bin gleich wieder zurück. Da fehlt doch noch jemand. Wo ist denn Julian? Hast du Julian gar nicht Bescheid gegeben, doch, Martin? Doch, ich hatte ihm noch 5 Minuten gegeben. Und wo ist der? Julian, kommst du bitte zum Abendessen? Julian, antworte doch. Hey, ich rede mit dir. Hä? Wie kommt man denn aus dem Gefängnis raus? Julian. Hä? Julian Vogel, jetzt leg endlich das Tablet weg. Mama, seit wann bist du denn hier drin? Hey! Schon die ganze Zeit? Oh, toll, Mama, jetzt habe ich das Tablet fallen lassen. Oh, bestimmt ist es kaputt wegen dir. Oh, danke schön. Weswegen bist du jetzt überhaupt hier? Wieso wegen mir? Kann man nicht mal hier 5 Minuten seine Ruhe haben? Abendessen ist fertig. Ja, und? Ich möchte nichts essen. Bist du zufrieden jetzt? Jetzt ist mein Tablet auch kaputt. Oh, danke. Wenigstens eine Kleinigkeit. Und dein Tablet ist bestimmt nicht kaputt. Da ist auch eine Schutzfolie drum und auch eine Hülle, also. Trotzdem, ich komme nicht runter. Ich habe keine Lust. Jetzt hat sie mich doch irgendwie überredet. Ja, ich komm schon. Oh Mann. Oh ja, toll. Ja, super. Wollt ihr mich veräppeln? Und wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Ist ja schon alles besetzt hier. Danke. Aber ein Stuhl frei. Ihr macht euch bestimmt über mich lustig. Julian, warum sollten wir uns über dich lustig machen? Hier in der Küche. Hör auf mit dem Quatsch. Hol dir einen Stuhl und dann setz dich hier an den Tisch. Ja, Julian, du kannst dich doch auch hier hinsetzen. Nein, möchte ich nicht. Hier rechts außen. Julian, wenn du nicht gekommen bist, habe ich mich jetzt hier in die Mitte gesetzt. Und Mama, da vorne ist gar kein Stuhl. Ja, ich gehe jetzt. Ist mir egal. Ich habe keine Lust mehr hier. Ihr wollt mich doch alle veräppeln. Weißt du was? Manchmal hasse ich's hier bei uns, ja? Weil ihr mich nur am veräppeln seid. Was ist denn los? Julian, ich verstehe überhaupt nicht, was jetzt das Problem ist. Warum hast du so schlechte Laune und warum verbreitest du die hier? Geh besser auf dein Zimmer. Ja, das mache ich jetzt auch. Und ich komm nicht mehr raus. Ich habe keine Lust. Das ist voll doof hier manchmal bei uns. Ich mag es hier nicht. Also, ich glaube, ich höre nicht richtig. Julian, du hast ab sofort jetzt Stubenarrest. Benimm dich. Ja, war ja klar. Immer kriege ich hier Ärger. Das ist voll doof. Boah, wie ich das immer hasse, immer kriege ich Ärger. Was? Diese blöden Puppen von Emma, die mag ich gar nicht. Weg mit euch. Wie ich das immer hasse, die müssen überall rumliegen. Aber wenn ich was mache, kriege ich sofort immer Ärger. Weißt du was? Eigentlich sitze ich da immer, das weißt du. Und jetzt sitzt sie da. Die kriegt jetzt ihre Rechnung.
Doofes Puppenbett, ich mag das nicht. Weg mit dir. Wobei, oh, das kriege ich gar nicht auseinander. Oh Mann. Mann, und jetzt habe ich sogar Stuhlmaß. Das finde ich doof. Das finde ich doof. Und das Ding wollte ich sowieso nicht haben. Doofes Ding. So, und jetzt kann das keiner mehr benutzen. Das habt ihr jetzt davon. Wenn ihr mich hier einsperren wollt. Was ist denn da oben schon wieder los? Julian tobt ja total. Ach, Claudia, du weißt doch, der hat bestimmt wieder seine 5 Minuten oder so. Der beruhigt sich gleich schon. Keine Sorge. So, und als nächstes ist jetzt Hannas Zimmer dran. Ich hasse dieses Prinzessinnenbett. Ich mag das nicht. Das ist genau wie mein Bett. Doofes Bett. Und diese Pflanze hier, warum ist sie hier? Und dieser Tisch mag ich nicht. Weg damit. Oh, hey Pia, keine Sorge. Ich lass dich in Ruhe. Ich mag dich doch, weißt du? Hast du da eine Karotte? Schön. Oh, und diese blöden Kisten hier, die passen gar nicht. Blau, das sind eigentlich meine, glaube ich. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Oh, jetzt ist der ganze Schrank hier runtergefallen. Dabei wollte ich doch nur die Kisten da rausholen. Oh, Mann. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Ich geh mal schnell in mein Zimmer. So, jetzt habe ich wirklich genug. Was war das gerade? Da ist doch irgendwas umgefallen. Julian, was treibst du da? Julian, warst du das etwa hier mit dem Kassettenrekorder? Ja, war ich. Und? Was denkst du dir dabei? Und hier in Emmas Zimmer, da hast du ja die Kuscheltiere und Puppen durch die Gegend getreten. Bist du verrückt geworden? Julian, du kannst doch nicht einfach hier das Zimmer der anderen verwüsten. Guck mal, wie das aussieht. Und hier auch der Kassettenrekorder, der ist kaputt. Mir egal. Oh, dann solltest du vielleicht nicht Hannas Zimmer sehen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Wie, Hannas Zimmer? Was ist da denn passiert? Wie sieht es hier denn aus? Julian, was hast du gemacht? Julian Vogel, das gibt jetzt sowas von Ärger. Ich verstehe überhaupt nicht, was mit dir los ist. Du hast hier alles in Schutt und Asche gelegt. Ja, tut mir leid, aber ich finde das hier alles doof und du hast mir Stuhlmaß gegeben. Deswegen habe ich das so gemacht. Mir egal. Das ist kein Grund. Julian. Mir egal. Manchmal weiß ich echt nicht, was mit dir nicht stimmt. Mit mir stimmt alles. Stimmt was nicht mit dir? Aber was ist denn hier los? Julian? So, was? Oh, guck dich doch mal um, Martin. Claudia, ganz ruhig. Lass mich das mal bitte übernehmen. Ja, aber ich glaube, wir sollten mal miteinander reden. Mama, die schimpft die ganze Zeit gerade. Ich habe ja auch einen Grund dazu. Martin, guck dir mal Hannas Zimmer an. Wie Hannas Zimmer? Ach Gott. Claudia, ich übernehme das. Der kriegt jetzt schon seine Lektion. Oh Mann, das Abendessen ist jetzt auch gelaufen. Danke. Okay, Julian. Ich werde jetzt ganz normal und ganz ruhig mit dir reden. Hast du Hannas Zimmer verwüstet? Ja, das habe ich. Das habe ich. Und gab es einen Grund dafür? Nein, nicht wirklich. Ja gut, alles klar. Dann kann ich hier mal deinen Tisch umwerfen und auch deinen Stuhl und vielleicht auch dein Bett. So, einfach ohne Grund. Hey, was soll das? Was soll das? Papa, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch hier nicht alles... Oh, wobei, jetzt merke ich's. Ganz einfach, Julian. Jetzt weißt du Bescheid, ne? So, und bitte Hannas Zimmer aufräumen. Und falls du was bei Emma gemacht hast, genau das gleiche da auch. Und dein Zimmer auch aufräumen. Los, und danach hast du auf jeden Fall Stuhlmaß erstmal. Oh Mann, stimmt. Das ist ja irgendwie ziemlich doof. Aber oh, warum denn Stuhlmaß? Können wir nicht nochmal darüber reden? Du, Hanna, kommst du mit nach unten? Ich wollte mir Kakao machen, aber Mama und Papa lassen mich nicht vorbei. Die sind auch so laut. Du, Pia, ich muss auflegen. Wir sehen uns morgen. Emma will mit mir irgendwie was machen. Was ist denn los, Emma? Ich wollte nach unten und mir einen Kakao machen, aber Mama und Papa, die schreien die ganze Zeit rum und streiten sich. Und dann konnte ich mir keinen Kakao machen. Jetzt musst du mitkommen. Ach Quatsch, Emma, Mama und Papa streiten sich doch nicht. Bestimmt hat Papa nur wieder irgendwas gemacht, was Mama nicht so gut gefällt. Und dann ist der Streit schon wieder zu Ende. Ich höre auch jetzt gar nichts mehr. Ach, na klar, Claudia. Guck, du hast mal immer recht. Du hast immer recht. Martin, immer dasselbe. Ich habe dir das schon so oft gesagt. Oh, irgendwie hast du recht, Emma. Irgendwas stimmt da nicht. Martin, du wirst dich nie ändern. Du warst schon immer so. Ich halte das nicht aus. Ach, wie oft hast du das schon gesagt, Claudia? Du hältst es mit mir nicht aus. Ja gut, dann ist es halt so. Was kann ich denn jetzt dafür? Oh, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Das hat mir eine Freundin erzählt. Bei den Eltern von denen war das auch so. Und lass uns lieber schnell zu Julian gehen. Wir müssen mit ihm reden. Aber Hanna, was ist denn mit meinem Komm Kakao? Schon, Emma. Wir wollten noch Kakao. Hey Julian, was machst du da? Wir müssen mit dir reden. Nichts, ja. Mir ist langweilig. Was? Oh, klasse, ihr wollt mit mir reden? Ja, klar, über was wollt ihr denn reden? Minecraft oder Clash Royale? Ist egal, über was. Ich rede über alles. Nein, Julian, wir müssen über Mama und Papa reden. Wieso denn? Wieso? Oh, will jetzt Papa auch Clash Royale spielen? Also Minecraft zockt er ja schon, das nervt mich. Und wenn er jetzt auch Clash Royale spielt, dann habe ich gar keine Lust mehr drauf. Nein, Julian, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Hörst du es nicht? Mama und Papa streiten sich total laut da unten. Und bestimmt wollen die sich jetzt scheiden lassen. Wie, was? Scheinen das? Ach, papalapap, niemals. Also ich höre auch gerade gar nichts. Nö, ich glaub dir das nicht. Julian, dann geh doch nach unten und überzeug dich selbst. Ja, das mache ich jetzt auch. Und dann hole ich mir einen schönen Kakao. Aber nicht für Emma, sondern für mich. Hey! Martin, ich hab dir das schon 100.000 Mal gesagt. Das ist total unverschämt. Das hast du bestimmt von deinem Vater. Ich wollte eigentlich nur einen Kakao.
Julian, im Moment geht das nicht. Oh, bitte. Nein, jetzt nicht. Claudia, lass deine Wut nicht an ihm aus. Lass den Jungen in Ruhe. Immer musst du recht haben. Immer. Na und, dann hab ich's halt getan. Na und, was ist daran so schlimm? Ich find's schon schlimm. Martin, ich bin's wirklich leid. Immer dasselbe. Komm, du übertreibst so doch. So leicht kommst du mir diesmal du nicht übertreibst. Davon. Oh Mann, ich glaube, Hannah hat wirklich recht. Das ist ja wirklich, das ist ja richtig schlimm heute. Hey, gut, ich glaube euch. Also ich glaube, die wollen sich trennen oder so. Wie machen wir das denn jetzt? Julian, wie? Was machen wir jetzt? Die dürfen sich nicht trennen. Mama und Papa sollen zusammenbleiben. Hä? Von was denn trennen? Papa hat so ein Ding in der Garage. Das heißt Trennschleifer. Von dem, das können wir ruhig weg. Das brauchen wir nicht. Oh, klasse. Dabei habe ich gerade erst mein neues Zimmer und dann muss ich schon wieder jetzt in ein anderes Zimmer. Oh, darauf habe ich gar keine Lust. Nein, Julian, wir dürfen das nicht zulassen. Ich rede nochmal mit Mama. Julian, wir teilen uns auf. Du redest mit Papa und ich mit Mama. Ja, und dann ja, treffen gut, wir uns ist ja hier gut. Wieder. Und ich trinke Kakao. Oh gut, Mama ist da vorne, ganz alleine. Jetzt spreche ich sie mal an. Hey Mama, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, klar doch. Wie geht's dir denn? Bei mir ist alles gut. Oh nein, es ist noch schlimmer, als ich dachte. Ich glaube, das war der schlimmste Streit, den Mama und Papa jemals hatten. Julian, Emma, wo seid ihr? Es ist ganz, ganz schlimm. Wieso? Oh, du bist ja schon wieder zurück? Ja, warte, ich gehe noch kurz zu Papa. Warte erst. Es ist bestimmt nicht alles so schlimm, wie du denkst. Warte erst. Hey, Papa, na, alles klar? Ja, klar, mein Junge. Und wie geht's dir so? Oh mein Gott, das ist ja total verstörend. Oh Mann, das hat die ziemlich mitgenommen, glaube ich, der Streit. Wir müssen uns jetzt was überlegen. Wie geht's denn jetzt weiter, wenn sich Papa und Mama scheiden lassen? Oh Mann. Hey, ihr beiden, es ist schlimmer, als ich dachte. Also, der ist total fertig, der Mann. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Julian, wir müssen uns jetzt irgendeinen Plan machen. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit uns? Hast du mir Kakao mitgebracht? Nein, ich habe jetzt keinen Kakao mitgebracht. Wir haben andere Probleme, Emma. Ja, wir können es ganz einfach machen. Wir machen eine Liste. Du kannst ja schreiben, wer was mitnehmen darf und wer zu wem geht. That's it. Bist du dir sicher, Julian? Ja, klar. Okay. Ja, ist ein Anfang. Also, wenn wir weggehen, dann will ich auf jeden Fall Kakao mitnehmen. Am besten so viel, dass es für ein ganzes Jahr reicht. Fahren wir dann zu Oma und Opa? Ja, Emma. Wenn du Glück hast, dann kannst du zu Oma und Opa. Und das nicht nur für ein paar Tage. Oh ja. Weil Oma, die macht mir auch immer richtig lecker Trinkschokolade mit Sahne. Okay, Zettel und Stift. Wir schreiben uns jetzt einfach alles auf, damit wir uns das gut merken können, was wir mitnehmen und wer zu wem geht. Okay. Achso, du kannst bei mir direkt aufschreiben. Ich nehme das Tablet mit. Ja, ich nehme das Tablet mit. Du, Hannah, sag mal, warum schreibt dein Stift blau, obwohl der rot ist? Emma, das ist ein Zauberstift. Den nehme ich auch mit. Das ist meiner. Also, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns mindestens jedes Wochenende im Einkaufszentrum treffen, damit wir uns auch sehen. Ja. Das finde ich schon mal gut. Genau, aber ich werde dafür, dass du immer das Eis zahlst, weil du bist ja die Älteste von uns. Oder abwechselnd. Nein. Also ich werde auf jeden Fall nicht Eis bezahlen, weil ich habe auch gar kein Geld. Also, ich bleib auf jeden Fall bei Mama, Emma geht zu Oma und Opa und du, Julian, du gehst zu Papa, okay? Genau. Was ist denn, Kinder? Wollt ihr ausziehen? Nein, Mama. Also, wir haben eben was mitbekommen. Wir haben das mitbekommen mit und, euch. Ja. Und wir wissen, dass ihr euch trennen wollt. Und ja. Deswegen haben wir schon mal darüber geredet, wer zu wem zieht und sowas. Ich gehe zu Oma. Bitte was? Was habt ihr euch überlegt? Martin, kommst du eben ganz kurz? Claudia, ich habe mich doch entschuldigt. Ich wollte das erste Stück da nicht nehmen. Es ist doch okay, auch wenn es ein Schokoladenkuchen ist. Ich werde mich das nächste Mal beherrschen. Nein, Martin, das meine ich überhaupt nicht. Die Kinder haben dir was zu sagen. Was ist denn, Kinder? Papa, mach dir keine Sorgen. Wir Männer, wir halten zusammen. Und ich komme zu dir. Das wird eine richtige Männerbude. Wie, du kommst zu mir? Wie? Claudia, der will doch nicht bei uns im Schlafzimmer einziehen, oder? Oh nein, Papa! Du bist völlig von der Rolle. Ich meine, wenn du ausziehst und dich von Mama trennst, dann zieh ich bei dir ein. Ausziehen? Wie kommt der denn auf diese Idee, Claudia? Papa, das ist nicht witzig. Wieso sollte ich denn das ausziehen? Das ist auch ganz schwer für die Kinder, wenn sich die Eltern scheiden lassen. Was? Kinder, wir lassen uns nicht scheiden. Wir werden uns nicht trennen. Wir haben uns nur gestritten. Das ist kein Problem. Wir haben uns schon wieder vertragen. Aber Mama, wir haben doch gehört, wie ihr euch ganz, ganz doll gestritten habt. So doll wie noch nie. Ja, und keiner hat mir Kakao gemacht. Ja, wir haben uns gestritten, aber auch nur, weil euer Vater wieder mal das erste Stück vom Kuchen genommen hat. Und die Glasur war noch nicht getrocknet und schon sind seine Fingerabdrücke drauf. Der Kuchen war sogar noch warm. Ja, genau, Kinder, aber wir würden uns doch niemals scheiden lassen. Also, ihr wisst, ich liebe eure Mutter. Und ich liebe euren Vater. Mit all seinen Macken, auch wenn er mal seine Finger nicht vom Schokokuchen lassen kann. Und dafür gibt's einen Schmatzer. Ah! Nein, hör auf damit, ich muss weg.
Oh, wie süß. Also ihr lasst euch nicht scheiden. Ihr seid ein richtiges Traumpaar. Ach, danke, Hanna. Das hast du lieb gesagt. Und Julian, bist du eifersüchtig? Möchtest du auch einen Schmatzer? Niemals! Hey, guten Morgen. Ach, guten Morgen, Julian, na? Du hast doch hoffentlich an die Bastelsachen gedacht, oder? Guter Witz, gut. Was? Bastelsachen? Aber wir haben doch Sachen hier zum Basteln in der Kita. Oder reichen die heute etwa nicht? Habe ich schon wieder was vergessen, Brigitte? Ach Julian, wir wollten doch heute die Laternen basteln. Und dafür sollte doch jeder was mitbringen. Von zu Hause. Oh, war das heute? Oh, stimmt. Oh, ja, stimmt ja, natürlich. Bald ist ja schon. Oh nein! Oh toll, muss ich jetzt ohne Laterne gehen? Oh Mann, das kann doch nicht sein. Dabei hatte ich voll die coolen Sachen. Die habe ich alle zu Hause vergessen. Oh Mann! Also wenn das so ist, Julian, dann kannst du bei unserem Laternenumzug nicht mitmachen und du wirst keine Laterne basteln können. Hey Leute, wisst ihr, was passiert ist? Was Unfassbares! Hast du dir mal wieder in die Hosen gemacht, Julian? Siehst du irgendwelche Flecken auf meiner Hose oder so? Nein, natürlich nicht. Hast du deine Haare falsch gekämmt? Weil die sehen ganz komisch aus. Nein, nein, und was meinst du damit? Ich sehe komisch aus meiner Hose. Nee, egal. Ich habe meine Bastelsachen vergessen. Für Laterne. Und jetzt kann ich auch nicht da mitmachen. Das ist voll doof. Also wenn das so ist, dann kannst du als einziges Kind aus der Kita nicht mitmachen beim Laternenumzug. Oh Mann. Oh Mann, Kira, das wäre richtig doof, wenn es so ist. Oh Mann, ey, jetzt kann ich nicht mitmachen. Was soll ich denn jetzt machen? Voll doof. So Kinder, dann starten wir mal mit der Laterne, oder? Seid ihr alle bereit? Ja, ich habe schon einen Stift und mit dem zeichne ich jetzt erstmal meine Laterne vor, so wie die dann aussehen soll. Alles klar, ich habe eine Schere und ich leg mal direkt los. Ich kann noch nicht anfangen, ich muss mir erst noch ein Motiv überlegen. Wie soll denn meine Laterne wohl aussehen? Und ich mache gar nichts, weil ich habe ja keine Sachen dabei. Oh Mann. Ach Julian, das hast du jetzt davon, weil du immer so vergesslich bist. Ja, was kann ich denn dafür? Als ob ich mir das jetzt die ganze Zeit hier mit angucke, wie ihr eure Laternen bastelt. Ich habe keine Lust da drauf. Ich gehe jetzt. Das ist doch voll unfair. Ich nehme diese Dinger hier, diese Stecker, und dann mache ich meinen eigenen Laternenumzug. Und ohne euch. Das mache ich alleine. Als ob ich die brauche. Ich kann das doch ganz alleine machen. Ich gehe mit meiner Laterne und meinen Laternen. Oh, ist ein bisschen komisch. Aber ich muss jetzt irgendwie was finden, was so wie eine Laterne aussieht. Also ich brauche irgendwie Licht oder so eine Kerze oder irgendwas. Irgendwas, was leuchtet. Oh, zum Beispiel diese Ringe hier, die sind ja in Rot. Und Rot, das ist ja eine... Oh, die fallen ja auf, die Farben. Also vielleicht leuchten die ja nachts. Wobei, warum sollten die leuchten? Och, Mann. Oh, natürlich. Ich brauche einen viel, viel größeren Ring. Dann wird das klappen, bestimmt. Ich kann ja schon schweben. Ja, ich kann schon fliegen mit diesen Dingern. Oh, so coole Laternen hat bestimmt keiner in Playmobil City. Auf der ganzen Welt nicht. Das ist... Total bescheuert. Das macht doch gar keinen Sinn, ey. Das macht gar keinen Spaß. Das ist keine Laterne. So kriege ich doch gar keine Süßigkeiten. Oh, das bringt doch alles nichts. Oh Mann, ich sehe schon, komm. Ich muss bestimmt Kartoffelbrei essen und keine Süßigkeiten. Das finde ich voll doof. Das macht alles keinen Sinn. Das macht keinen Spaß. Ich will nach Hause. Ich sag Brigitte jetzt, sie soll Mama anrufen und Mama soll mich abholen. Ja, das mal. Und dann gehe ich nach Hause und mach gar nichts. Ach, Kinder, ihr habt ja ganz zauberhafte Laternen gebastelt. Die sehen wunderschön. Ich hab einen Mond. Der ist richtig cool. Guck mal, Brigitte, meine Laterne, das ist ein Stern. Und ich hab einen Tannenbaum, weil ja auch schon bald Weihnachten ist. Also, ich bin begeistert. Damit seid ihr richtig gut gewappnet für unseren Laternenumzug, hm? Hey, Brigitte, wir müssen mal miteinander reden. Also, hier, ich will nach Hause. Das bringt doch alles nichts. Was ist hier denn los, Julian? Ja, ich kann nicht basteln, ich habe keine Laterne. Was soll ich denn noch hier? Aber du musst doch nicht gleich nach Hause gehen. Ja, was soll ich denn machen dann? Ja, aber ich habe keine Laterne, verstehst du das nicht, Brigitte? Oder siehst du hier irgendeine Laterne? Hä? Wo ist die Laterne? Ich sehe keine. Hier vielleicht? Ja, genau. Ich habe keine. Und deswegen kann ich auch keine Laterne sehen, außer die von den anderen. Und das finde ich nicht schön. Ach, Julian, ich gehe ganz kurz nach oben. Warte hier. Oh, Brigitte, ich wollte nur fragen, ob du meine Mama anrufen jetzt. Mama anrufen kannst. Sie soll mich mal endlich abholen. Oh, ihr mit euren blöden Laternen, die sind... Ich mag sowas auch gar nicht. Hey, Julian, warum bist du denn so schlecht gelaunt? Guck doch mal, meine Laterne, die ist richtig cool. Steve, das passt mir jetzt gar nicht. Also, ja... Ich krieg hier noch zu viel. Ich habe keine Laterne und das, ich finde eure auch nicht cool. Oh Mann, Julian wird Augen machen, wenn er diese Laterne sieht. Ich habe mir schon gedacht, dass ein Kind vielleicht die Bastelsachen nicht dabei hat. Und deshalb habe ich eine Laterne als Ersatz. Die ist zwar nicht selbst gebastelt, aber ich finde, sie sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Julian, guck mal, was ich hier habe. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Ist das wirklich dein Ernst? Du willst mich jetzt so dermaßen demütigen?
Noch schön Salz in die Wunde, ne? Ich hab keine Laterne, ich hab's verstanden und du hast eine ganz, ganz schöne. Ja, klasse, klasse, freut mich. Was bist du denn für eine Erzieherin, ey? Julian, Mensch, das find ist ich nicht fair. Das ist doch nicht meine Laterne, die ist für dich. Wie? Die ist wirklich für mich? Ja. Oh, Mann, klasse. Leute, guck mal, meine Laterne, die ist viel cooler. Ich hab die kurze Laterne hier. Also eigentlich, Julian, wollte ich dich nur verklapsen. Ich hatte diese Laterne schon die ganze Zeit, aber ich habe dich ein bisschen an der Nase herumgeführt. Tut mir leid, aber hier ist deine Laterne. Natürlich darfst du am Laternenumzug dran teilnehmen. So, und weil ich die allerschönste Laterne hier habe, geh ich voran, okay? Also ihr kommt hinter mir her und ihr könnt auch schon singen. Ich gehe mit meiner Laterne. Oh, du musst dich erinnern, Julian, du musst dich dran erinnern. Wo war denn dieses Haus jetzt nochmal? Also hier müssten wir jetzt eigentlich wohnen. Okay, und dann sind wir eigentlich nur aus der Tür raus, geradeaus und dann... dann sind wir nach rechts abgewogen und ich glaube kurz danach schon wieder. War das Haus schon da? Ich weiß es nicht. Ja, und da müsste das Haus von Molly sein, auf jeden Fall. Hey Julian, sag mal, was machst du da? Malst du? Kann ich mitmachen? Emma, wir wollten doch der Polizei helfen, wegen Molly. Und da habe ich jetzt gerade eine Karte gezeichnet, so einen Lageplan. Siehst du, das ist Mollys Haus. Lass mal sehen. Also da wohnen wir, dann sind wir da runtergegangen. Und ja, das ist das Haus, das erkenne ich wieder. So, und mit dieser Karte gehen wir jetzt zur Polizei. Dann können die Molly finden, endlich. So, wir sind da, Emma. Und sicherheitshalber habe ich auch das Anti-Monster-Spray wieder mitgenommen. Man weiß ja nie bei Molly. Sehr gut. So, wir werden Molly fertig machen, genau. Ich liebe diese Serie. Das passt perfekt zu uns, wie wir Polizisten. Oh, hallo, ihr zwei schon wieder. Alles in Ordnung, Junge? Was gibt's denn? Wir können Ihnen jetzt zeigen, wo Molly wohnt. Wir haben alles aufgemalt. Also nicht ich, mein Bruder. Was? Wer wo wohnt? Ach so, ja, genau, die Frau. Ja, zeig mal her. Gut, okay, ich sehe es. Und ich verstehe nichts. Was soll das sein? Du, junger Mann, kannst du mir mal vielleicht erklären, was dieser Zettel hier soll? Also dieses Kreuzchen hier und... Warum hast du Glasreiniger dabei? Also so dreckig sind unsere Fenster nicht. Oh Mann, also als erstes, das ist kein Glasreiniger. Das ist das Anti-Monster-Spray, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Und dieses Kreuz, das ist unser Haus. Und dieses kleine Häuschen da, das ist Mollys Haus. Ist doch klar. Also gut, aber mir ist das noch nicht so ganz klar. Und was, soll das ein Weg sein? Also da, das Kreuz, da wohnen wir. Da wohnen wir, verstehen Sie? Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wo ist denn euer Haus? Na, also das könnte ja überall sein. Das könnte jetzt auch in Tokio oder so sein. Oh, na, unser Haus eben. Die Luxusvilla hier in Playmobil City. Da wohnen wir. Luxusvilla? Welche Luxusvilla meinst du denn? Ich glaube, allein in Playmobil City haben wir etwa 100 davon. Oh Mann, ein Polizist, der keine Karten lesen kann. Ich glaube, ich spinne. Emma, wir nehmen das alleine in die Hand. Los, komm. Stopp. Also, ihr habt hier halt keine Straßen eingezeichnet. Und dementsprechend wissen wir halt nicht, wo wir lang müssen. Ja, dann können wir das Haus auch zeigen, kein Problem. Aber es ist ziemlich weit zu Fuß, ne? Also, das dauert lange. Nein, zu Fuß nicht. Wir fahren mit dem Streifenwagen. Oh ja, ich sitz vorne. Alles klar, Kinder. Ihr könnt dann schon mal einsteigen, auf die Rückbank am besten. Ich komme dann sofort. Oh Mann, klasse. Ich glaube, ich drück gleich auf die Sirene. Ich fühle mich wie ein Verbrecher. Kinder, ich bin sofort da. Ich muss nur noch meinen Kolleginnen und Kollegen Bescheid geben. 3-4 hier, 3-4 hier. Ich brauche Verstärkung. Na, endlich, da seid ihr. Wo wart ihr denn? Tut mir leid, Matze, wir hatten gerade Mittagspause. Das war aber eine große Pistole. Alles klar, auf geht's. Dann wollen wir den Verbrecher mal jagen. So, da hinten alle angeschnallt? Ja! Ja. Halt, stopp, wir sind schon da, hier ist das Haus. Wie, das hier? Nein, das Haus steht doch leer. Da war vorher eine alte Frau, die ist schon längst hier ausgezogen. Das kann gar nicht sein. Aber wenn ihr es sagt, dann sollten wir das mal kontrollieren. Ihr bleibt auf jeden Fall im Auto. Wir übernehmen das hier jetzt, die Polizei. Oh, die haben das Anti-Monster-Spray nicht. Das bringt so nichts. Ich weiß nicht, ob das wirkt mit diesen Waffen. Naja, wir bleiben trotzdem erstmal hier. Hier spricht die Polizei vom Playmobil City. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die Polizei vom Playmobil City. Na, dann komm ich mal raus. Wir zählen bis 3, sonst kommen wir rein. Oder dann kommen wir rein. 1, 2 und 3. Hier bin ich. Bleiben Sie stehen. Sie sollen da stehen bleiben. Hey.
Ich habe gesagt, stehen geblieben. Ach, sie kommt immer näher. Was machen wir nur? Sie ist nicht zu stoppen. Erteilen Sie den Befehl zum Schießen, wenn sie auf uns zukommt. Oh Gott, ich weiß nicht. Feuer frei, Feuer frei. Oh Mann, was soll das denn? Das bringt nichts. Nur das Anti-Monster-Spray hilft. Das ist doch ein Monster oder ein Geist. Das bringt gar nichts. Na, eure Waffen haben keine Wirkung bei mir. Rückzug, wir brauchen Verstärkung. Zurück ins Auto, los. Hm? Wo sind denn die Kinder hin? Oh nein, ich habe doch gesagt, die sollen im Auto bleiben. Das kann doch jetzt nicht sein. Das ist zu gefährlich. Oh, Julian und Emma, euch kenne ich doch. Ja, und das Ding kennst du auch noch, ne? Und wir sind hier nicht zum Klingelstreich wieder, sondern wir haben das Anti-Monster-Spray wieder mitgebracht. Ja! Oh nein, nicht dieses scheußliche Zeug. Los, Julian, oh los! Nimm das, Molly. Und da ist diesmal auch ganz, ganz viel Spucke dabei. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, wir haben es geschafft. Ich kann mich nicht bewegen, dieses Anti-Monster-Spray. Sind das etwa die Kinder? Und warum liegt die eine da auf dem Boden? Wir haben sie, Leute. Das habt ihr gut gemacht, Kinder. Sie werden festgenommen und sie werden angeklagt wegen allem, weil sie eingebrochen sind und weil sie Kinder erschrecken wollen. Was stimmt denn nicht mit ihnen? Also, Kinder, es war eigentlich ein bisschen zu gefährlich, aber ich muss sagen, ihr wart sehr, sehr mutig. Ne? Und ihr habt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Monster ist oder nicht, ihr habt es zumindest ergriffen. Ja, und was haben wir gesagt? Nur, dass Anti-Monster-Spray hilft. Ja, was haben wir gesagt? Das war Molly. Tatsächlich, ich hab's gesehen. Also für den Fall der Fälle brauchen wir vielleicht nochmal das Rezept von diesem Anti-Monster-Spray. Das müssen wir uns doch mal überlegen, ob sie das bekommen. Sie wollen auch vielleicht gar nicht wissen, was da alles Ekliges drin ist. Ist ein Geheimrezept. Oh, ob wir das noch rechtzeitig alles schaffen? Nur noch 2 Stunden, bis die Kita beginnt und wir haben noch einiges zu tun für die große Überraschung. Ach, gar kein Problem, das kriegen wir schon hin. Also 2 Stunden, das schaffe ich. Ach, super. Du hast ja auch so eine richtig tolle Rutsche zu Emmas Geburtstag gebaut, hat mir Claudia erzählt. Deswegen dachte ich, du bist der Richtige für den Job. Ich bin auch der Richtige für den Job. Los geht's. Hast du schon eine Idee, wo die Rutsche überhaupt hin soll? Wir haben ja nicht allzu viel Platz hier bei uns. Tatsächlich, ganz schön eng hier. Ich glaube, ich muss ein bisschen kreativ werden heute. Aber Brigitte, mach dir keine Sorgen. Ich wäre nicht der Stefan, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Dann sage ich mal toi, toi, toi. Ich hoffe, das wird alles noch was. Julian, stehst du bitte auf? Du musst zur Kita. Julian? Julian? Ach, wieder im Schlafsack geschlafen? Der ist doch eigentlich nur zum Zelten gedacht. Mama, mir war nachts so kalt und deswegen hab ich mir meinen Schlafsack geholt und mir ist voll kalt, Mama. Ich glaube, ich kann nicht zur Kita. Ich bin krank, ja. Oh, dann hat bei dir wohl die Erkältung auch zugeschlagen. Ich glaube schon, Mama. Vielleicht solltest du lieber zu Hause bleiben. Oh was? Aber ich möchte doch so gerne zur Kita. Das tut mir leid für dich, Julian. Also du bleibst heute zu Hause und ich werde mich um dich kümmern. Ich gehe schon mal nach unten und bereite dir was Schönes vor. Dann geht's dir bestimmt besser. Oh yes, klasse. Ich kann zu Hause bleiben und den ganzen Tag Minecraft zocken. Das wird super. Und ich bin gar nicht krank. Hast du noch irgendwas gesagt? Welchen Tee möchtest du denn? Kamille? Pfefferminz? Nein, ich habe nichts gesagt, Mama, aber gerne, gerne Kamillentee. Das tut mir bestimmt gut. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh. Ach, mein kleiner Armer, da fühle ich direkt mit als Mutter. Hoffentlich ist er bald wieder gesund. Oh, klasse. Und jetzt gibt's Kamillentee und dann bestimmt noch Kakao und dann schöne warme Brötchen. Das ist ja wie Wochenende heute. Klasse. Hallo Julian, sag mal, musst du heute nicht in die Kita? Sind schon wieder Ferien? Nein, Mama, ich bin krank. Ich darf heute zu Hause bleiben. Mir geht's nicht gut. Und deswegen bleibe ich heute zu Hause. Na, ob das stimmt? Julian macht immer auf krank. Das ist nicht wahr. So, Brigitte, ich hab's geschafft. Wir haben sogar noch eine halbe Stunde Zeit. Schau mal, passt dir das so? Oh, wow, aber... keine Ahnung. Stefan, die Rutsche ist ja mega hoch und total steil. Die führt sogar nach draußen. Ob das so sicher ist, ich weiß nicht. Ich glaube, die Rutsche ist zu gefährlich. Das würden die Eltern hier nie erlauben. Nachher verletzt sich noch ein Kind. Okay, das ist das gleiche Modell, was ich auch bei Familie Vogel verbaut habe. Ah, aber du hast recht, etwas steiler ist das hier. Was machen wir denn jetzt? Oh, keine Ahnung, Stefan, du bist der Profi. Die Kita beginnt ja auch gleich. Mir kommt da eine Idee. Ich versuch's einfach mal. Also, los geht's. Meinst du, die Zeit reicht noch? Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Aber klar, Brigitte, weniger sogar. Ich bin ein echter Profi. Das kriege ich hin. Ich werde das zu deiner Zufriedenheit machen. Oh, ich hoffe, das endet hier nicht im Chaos, die Überraschung. Nachher ist dann auch total die Baustelle, wenn die Kinder kommen. Das geht gar nicht.
Na, Brigitte, was habe ich dir gesagt? Ich habe alles geschafft und ich konnte sogar noch die Hüpfburg anschließen in der Turnhalle. Schau mal. Ach, Stefan, das sieht super aus. Du hast dich selbst übertroffen. Klasse. Oh, diese Rutsche ist einfach der Wahnsinn. Sogar extra sicher für Kinder mit den Polstern und sie führt ins Bällebad, was die Kinder so lieben. Und eine Leiter gibt's auch. Dann können die Kinder eigenständig hochklettern auf die obere Ebene und runterrutschen. Oh, ich bin einfach begeistert. Ist das etwa ein Basketballkorb? Ja, genau. Wo hast du den denn aufgetrieben? Oh, Stefan, das ist wirklich gigantisch, was du gemacht hast. Ich könnte dich knutschen. Ich bin richtig froh darüber. Wie kann ich mich jemals nur wieder bedanken bei dir? Ach, Brigitte, das habe ich gerne gemacht. Einfach weiterempfehlen. Das werde ich. Oh, ich bin so gespannt, wie die Kinder reagieren werden. Heute ist ja auch Sarahs Geburtstag. Passt perfekt. Und wegen mir, weil sie umgezogen ist, waren die Kinder ziemlich traurig in letzter Zeit. Und heute werden sie sich super freuen. Das finde ich toll. Hm, es ist ja schon 7:50. Normalerweise kommen doch die ersten schon kurz vor. Wo bleiben die denn alle? Wow, was ist das denn? Ich glaube, die ersten Kinder sind da. Kinder, wartet! Wow, wartet ist ja heftig! Oh. Noch nicht auf die Rutsche! Wow, wie das hier aussieht! Wie im Freizeitpark! Ja, boah, was ist das für eine Rutsche? Dann ist die Überraschung ja geglückt. Na, freut ihr euch? Und Sarah, alles, alles Gute zum Geburtstag. Oh, danke, Brigitte. Ist das alles für mich, weil ich Geburtstag habe? Die Rutsche ist so toll! Für dich und für alle anderen. Danke! Was? Eine Hüpfburg hier? Das ist ja klasse. Brigitte, super. Was ist hier denn los? Wow, eine Rutsche. Das ist ja klasse. Was ist denn hier los? Ach, Steve, jetzt bist du ja auch da. Ja, guten Morgen. Warum seid ihr eigentlich alle heute zu spät? Ja, ich hab verschlafen. Das ist ja klasse. Euer eigener Freizeitpark. Wow. Aber nur vorübergehend. Oh, super. Schön, oder? Oh, das ist so ein toller Geburtstag. Jetzt fehlt nur noch Julian und auch wenn Mia doch dabei wäre. Das muss ich auf jeden Fall erzählen. Ich werde sie mal anrufen. Oh Mann, ich war noch nie auf einer Hüpfburg. Das ist ja klasse. Wow, da kann ich ja richtig springen. Was ist denn hier los? Wow. Haben wir was verpasst? Ja, wir haben heute unseren eigenen Freizeitpark, weil ich Geburtstag habe. Ich bin als nächstes. Ich will rutschen. Wow, das ist so toll. Aber wo bleibt Julian? Der darf an meinem Geburtstag noch nicht zu spät kommen. Stimmt, wo steckt Julian eigentlich? Ich habe noch nichts von ihm gehört. Ich werde mal Claudia anrufen. So, Julian, ich habe ein paar Sachen für dich vorbereitet. Alles, was du gerne magst. Also greif gerne zu. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch nach unten kommen. Vielleicht Fernsehen oder so. Wie geht's dir denn, Julian? Möchtest du nicht vielleicht doch aufstehen? Und wir müssen auf jeden Fall auch Fieber messen. Ja, okay, Mama, ich stehe gleich auf. Versprochen, wenn ich schaffe, wenn ich die Kraft dazu habe. Oh, Mann. Na gut, Julian, mein Kleiner. Lass dir ruhig Zeit. Ich bin unten, wenn du mich suchst. Okay. Oh, yes! Endlich, ich kann zu Hause bleiben. Claudia Vogel, hallo? Ach, Brigitte. Ja? Nee, der Julian, der bleibt heute zu Hause. Der ist krank. Ich wollte dich gerade anrufen. Oh, Mann, das... Oh, Mama, komm. Oh... Du bist Mama, ja ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft, obwohl Super. Ich ganz, ganz krank bin, ja. Du bist auch ein bisschen blass. Also, ich hab grad mit Brigitte telefoniert. Die weiß jetzt auch, dass du nicht zu Kita kommst. Okay. Oh, Mann, klasse. Jetzt ist es offiziell. Jetzt darf ich wirklich zu Hause bleiben. Okay, Mama, ich will dich lieber nicht anstecken. Na gut, dann bin ich lieber wieder unten. Okay. Und Brigitte sagt dir irgendwas von einer Hüpfburg und einer Rutsche zu Sarahs Geburtstag, heute in der Kita. Aber du bist ja krank, also das ist nichts für dich. Was? Mama, habe ich das richtig gehört? Kannst du das mal nochmal wiederholen? Eine Rutsche? Hüpfburg, Sarahs Geburtstag, heute in der Kita? Ja, Julian, das ist total schade, dass du nicht dabei sein kannst. Ich glaube, ich höre gerade nicht richtig. Was? Es ist eine Überraschung gewesen, wusste niemand. Oh Gott, wie mache ich das? Mama, ich bin nicht krank, ich bin richtig fit. Ich kann direkt zur Kita, ich muss zur Kita. Ja, ich bin gar nicht krank. Ich fühle mich richtig gut auf einmal, das ist eine Wunderheilung, ja, Mama. Julian, du bist doch so krank. Nein. Und du bist total schlapp und jetzt auf einmal wieder gesund wegen der Rutsche? Ja, guck, Mama, guck, ich kann sogar tanzen. I like to move it. Siehst du, Mama, ich bin fit. Bitte lass mich in die Kita. Bitte. Ich bin gar nicht krank. Wie, was meinst du damit, dass du nicht krank bist? Hast du mich an der Nase herumgeführt, Julian? Ja, vielleicht ein bisschen. Aber bitte können wir das nach der Kita klären. Bitte, Mama, bitte bestraf mich jetzt nicht dafür. Ich muss in die Kita. Also eigentlich müsstest du für sowas zu Hause bleiben. Kita schwänzen. Oh, und mir dann noch was vormachen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Aber na gut, eine Hüpfburg und eine Rutsche, dazu könnte ich auch nicht Nein sagen. Und was wartest du dann noch in meinem Zimmer? Los, Mama, du musst mich zur Kita bringen. Los, wir müssen los. Oh mein Gott, das träume ich gerade? Ich träume, glaube ich. Nein, ich träume nicht. Ich bin da. Wow. Julian.
da bist du ja endlich. Guck mal, was es alles gibt. Wow. Alles zu meinem Geburtstag. Ist das eine Rutsche ins Bällebad? Ja. Das war bestimmt Onkel Stefan. Das war bestimmt Onkel Stefan. Der hat bestimmt die Rutsche hier wieder gebaut. Julian, was machst du denn hier? Das ist ja eine Hüpfburg. Ich dachte, du bist krank. Leute, macht Platz da. Jetzt komme ich. Julian. Ja. Scheint, ist er doch nicht krank. Vielleicht habe ich ihn auch verhört. Aber schön, dass er da so ist. So cool. Hey, Sarah, warte kurz. Dann können wir zusammenrutschen. Oh, und Sarah, ich wäre fast zu Hause geblieben. Ich hab immer gesagt, ich wäre krank. Aber ich bin gar nicht krank. Ich wollte einfach nur nicht in die Kita. Aber nachdem ich das erfahren habe... Wolltest du einfach nicht rutschen? Doch! Wow! Oh Mann. Das ist ja... Yippie! Cool! Oh Mann. Sarah, nochmal. Diesmal bin ich Erster. Warte noch kurz. Nein, ich kann nicht warten. Warte du mal lieber unten auf mich. Ich komm jetzt. Ich rutsch jetzt. Oh, Julia, du hast was vergessen heute. Nö, hab ich nicht. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag. Das so, und jetzt geht's weiter. Ich. Wow! Hey, Steve, dein Fuß ist voll in meinem Gesicht. Hey! Weiter. Das ist echt super, wie sich die Kinder freuen. Vielleicht sollte ich auch mal auf die Hüpfburg. Oma, ich kann noch nicht schlafen. Kannst du mir bitte eine gute Nachtgeschichte wieder erzählen? Wieder eine gute Nachtgeschichte? Was möchtest du denn hören? Also, so schnell fällt mir gar nichts ein. Weiß ich nicht, Mama, aber kannst du dir nicht irgendwas ausdenken oder was? Vielleicht von früher erzählen? Wie wär's denn mit Papas Geburt? Möchtest du die hören? Meine Geburtsgeschichte hast du ja schon gehört. Nein, mit Geburten habe ich erstmal genug. Papas Geburt will ich nicht hören. Ja, das stimmt. Vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Aber was könnte ich denn sonst erzählen? Mir fällt nichts ein. Hannah ist ja letztens in diese Glasscherbe reingetreten. Und vielleicht kannst du erzählen, wie ich mich das erste Mal richtig verletzt habe. Ja, das möchte ich hören. Mal überlegen. Also, doch, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Da waren wir das erste Mal alle zusammen auf dem Spielplatz. Der war damals gerade neu gebaut worden. Oh, ich finde den neuen Spielplatz ganz toll. Aber Julian, warum hast du denn dein Skateboard dabei? Ehrlich gesagt, frage ich mich das auch. Das Skateboard, das ist schon so alt, Mama. Können wir nicht mal endlich ein neues kaufen, bitte? Julian, es gibt kein neues Skateboard. Das funktioniert auch noch einwandfrei. Emma, sag mal, wie gefällt dir denn hier der Spielplatz? Du bist doch das erste Mal auf einem Spielplatz. Mama, ich find's einfach nur prima. Ich find's richtig schön hier. Und da hinten sind auch Kinder, die sind so alt wie ich. Und eine Sandburg, ja. Hallo, ich bin Emma Vogel. Bin so klein wie ihr. Wollen wir zusammen spielen? Ach, guck mal an. Da hat sie schon neue Freunde gefunden. Das ging aber wirklich schnell. Toll. Das kannst du vergessen. Das ist unser Spielbereich hier. Weg hier, unsere Burg. Nur für uns. Ja, du darfst hier nicht hin. Weg mit dir. Oh, ihr seid aber total gemein. Das muss ich euch schon sagen. Ich wollte nur spielen, aber das ist nicht euer Rutsche. Das ist unsere Rutsche. Das ist für alle. Los, geh weg hier. Nein, ich bleib hier. Weg. Oder muss ich dich erst wegsupfen? Nein, du bist voll gemein zu mir. Was könnte ich denn in der Zeit machen, wenn die Kinder hier spielen? Gibt's hier vielleicht irgendeine Bank oder so, wo ich mich hinsetzen kann? Oh ja, toll. Kein neues Skateboard. Na egal, dann fahre ich hier eine Runde. Bis später. Mama, und ich gehe da hinten mal ein bisschen schaukeln. Wow, der hat ja ein echt cooles Skateboard. Ist das dieses neue? Oh, das ist dieses neue Modell. Oh, das brauche ich auch. Hey, du da. Also, du fährst ja auch ein Skateboard, ne? Das sieht ziemlich cool aus. Ich weiß, das ist ein ziemlich neues Skateboard. Ja, das ist niegelnagelneu. Aber deins ist ja eine richtige Krücke. Die ist ja total alt. Ist die vom Sperrmüll? Wie, was? Nein, nicht vom Müll und Sperren. Ich will nichts sperren. Nein! Weißt du was? Meins ist bestimmt schneller als deins. Julian, du musst mir helfen. Die anderen Kinder wollen nicht mit mir spielen und lassen mich nicht auf die Rutsche. Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass dein Skateboard schneller ist als meins. Wie wär's denn mit einem Rennen? Dann können wir das beweisen. Was? Ja, klar. Emma, ich habe jetzt keine Zeit. Tut mir leid, später. Ja, natürlich ein Rennen. Oh, ich finde das total blöd hier. Ich habe mir das viel schöner vorgestellt, dass alle mit mir spielen. Du denkst wirklich, dass du schneller bist mit deinem Skateboard? Niemals! Niemals! Wir können ja da den Berg runterfahren. Na gut, dann in 5 Minuten sehen wir uns da und ich wette, du kneifst. Ich weiß zwar nicht, wie lange 5 Minuten sind, aber ich fahr schon mal dahin. Wir treffen uns da. Oh, Julian, kannst du mir jetzt helfen, bitte? Nein, keine Zeit. Ich kann jetzt nicht. Also das ist wirklich ein super Spielplatz hier, oder? Was meinen Sie? Ja, finde ich auch. Ein echt schöner Spielplatz. Die Kinder sind alle so harmonisch ja, und spielen zusammen. Ja, finde ich auch. Wollte ich gerade sagen. Ich habe hier echt noch keinen Streit gesehen. Alle Kinder glücklich. Hey, du da, kann ich auch mal schaukeln?
Was, du? Mit diesem Pferdet-T-Shirt? Niemals. Los, hau ab. Du kannst hier nicht schaukeln. Du hast doch auch ein Hundet-T-Shirt an. Na, weg mit dir. Das finde ich aber blöd. Der ist echt gemein. Wie ist der denn drauf? Hey Mädchen, bleib mal stehen. Was hast du gesagt? Dass du mich blöd findest? Ja, ich habe gesagt, dass ich das blöd finde, wie du drauf bist. Ich wollte auch schaukeln. Pass mal lieber auf, was du sagst, sonst schubse ich dich hier noch weg. Aua, warum bist du verrückt? Warum machst du sowas? Nenn mich nie wieder blöd, hast du verstanden? Und jetzt weg hier. Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Hast du gerade das Mädchen umgeschubst? Hey, pass mal lieber auf, wie du mit mir redest, ja? Also, hier, die Schaukel auf diesem Spielplatz gehört mir, damit das klar ist. Gehört sie dir nicht? Bei dir piept's wohl. Die Geräte hier gehören allen Kindern. Das ist nicht dein Spielplatz, hast du gehört? Soll ich dich mal schubsen? Sag mal, bist du... Mama! Oh Mann, das war ja klar. Jetzt ruft er nach seiner Mama, aber vorher erstmal ein Mädchen hier schubsen. Er war wirklich gemein zu dir. Geht's dir gut? Alles in Ordnung? Ja, danke. Alles in Ordnung. Das war echt mutig von dir. Ich bin übrigens Hannah. Und wer bist du? Ich bin Pia. Wollen wir zusammen schaukeln gehen? Ich wollte auch gerade hin. Ja, klar. Können wir gerne machen. Ich mag dich, Pia. So, wer als erstes unten ist, der gewinnt das Rennen und hat das beste Skateboard, damit es klar ist. Und das werde auf jeden Fall ich sein. Du träumst wohl. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Und hätten wir jetzt um unsere Skateboards gewettet, dann würde ich deins gewinnen. Aber das haben wir nicht gemacht. Oh Mann, wo ist denn Julian jetzt? Er soll mir doch helfen. Ach, da oben ist er ja. Julian, was macht der denn da? Der will bestimmt hier runterfahren. Ich stelle mich da unten hin und warte auf ihn. Und wenn er da ist, dann frage ich ihn, ob er mir jetzt endlich helfen kann. 3, 2, 1, los! Los! Haha, na, was habe ich gesagt? Ich bin ja schon ein paar Meter voraus. Ich werde dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Na, was sagst du jetzt zu meinem Skateboard? Dein Skateboard ist zwar schnell, aber guck mal nach vorne. Brauche ich gar nicht. Ich gewinne auch so. Julian, stopp, hey! Da, Emma, was machst du da? Emma, weg. Aua. Emma, hab ich dich getroffen? Oh, Mann, Emma. Du bist disqualifiziert, du hast jemanden umgefahren. Das heißt, ich hab gewonnen. Emma, was ist denn passiert? Steh auf, alles in Ordnung bei dir? Mama. Oh, es tut weh. Mein Gesicht. Oh, Emma blutet ja sogar. Oh Mann, jetzt krieg ich bestimmt kein neues Skateboard. Emma, du blutest ja im Gesicht. Das sieht mir nach einer Platzwunde aus. Wir müssen sofort zum Arzt. Mama, aber ich wollte doch noch rutschen auf der Sandburg. Mann. Oh, dann war das schon wieder Julians Schuld? Habe ich jetzt schon fast mir gedacht. Naja, gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Emma. Ach, schon